Ich habe gehört, dass Simon seine Hände im Spiel hatte beim Kader-Transfer. Der ist krank. Ich habe es ja auf der Hinfahrt gehört, ne? Also ich muss sagen, ich will nicht. Hört mich an, am 9. Juni 2023. Liebe Werder Bremen-Fans, ich möchte euch nichts madig reden. Ich kann verstehen, dass ihr gehypt seid. Aber ich möchte eine Sache sagen, seid vorsichtig. Der Mann war die letzten Jahre wirklich geisteskrank, verletzungsanfällig. Und vielleicht ist das ein Scheiß-Call, aber 9.6.23, jetzt gerade, wenn ich tippen müsste, wer wird der größte Fehleinkauf der Saison, würde ich gerade Naby Keita tippen. Boah, glaubst du? Digga, weil man einfach bei ihm davon geblendet ist, wie krass der damals bei Leipzig war. Der hat halt echt bei Liverpool Probleme gehabt. Aber ich glaube, bei Bremen ist es halt... Ich hoffe, er wird geil. Und der hat ja auch nichts gekostet. Er war ja ablösefrei und alles weitere, ne? Aber ich habe halt echt Angst, weil man weiß halt nicht, in was für einem Zustand sein Körper ist, ne? Okay, ja, das ist halt klar, weil dann ist er natürlich verletzt belastend, aber... Ja, okay, Fehleinkauf ist der falsche... Vielleicht Enttäuschung der Saison. Mach mal Fehleinkauf ja, weg. Ja, weil das wohl überall... Ich hoffe einfach für Bremen, dass er dem Hype gerecht wird, sagen wir es mal so. Weil der ist halt wirklich verletzungsanfällig as fuck, Digga. Aber an sich, also ich muss sagen, für Bremen, also es kam sehr, sehr unerwartet. Voll der geile Transfer, Digga. Ja, das kam, also... Und Brasil? Ah, Bremer! Ja, das ist halt schon krank, also... Ja, vor allen Dingen hätte der doch bestimmt, also er hatte bestimmt auch noch gute andere Angebote. So von Liverpool dann einfach so nach, also nach Bremen ist halt schon krank. Ja, und das Gehalt soll ja auch echt krass niedrig sein im Verhältnis, ne? Ja, ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass Bremen irgendwie hier die geisteskrankesten Gehälter raushauen kann. Selbst wenn er kacke ist und man ihn die nächste Saison für 10 Millionen verkauft, wäre ich auch damit fein. Ja gut, das ist halt das klassische Karrieremodus-Denken, Bro. Du kannst nicht einen verletzungsanfälligen Spieler ablösefrei holen und wenn er nicht funktioniert, dann setzt ihn auf die Transferliste und dann legt einer 10 Millionen. Wäre aber geil. Das wäre geil, wenn es so funktioniert, weil wenn die Sachen so funktionieren würden, dann hätte Schalke viel weniger Probleme in den letzten Jahren gehabt. Aber Bremen auch gut dabei, ne? Bülter dann vielleicht noch? Ja, bei Bild, also ich muss sagen, bei Bülter sieht es ja, glaube ich, echt ganz gut aus, ne, wie die Medien schreiben. Was ist mit Fülle? Also ich glaube, dass halt Füllkrug oder Duxch einer wechseln wird. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man dann das neue Sturmduo entweder Bülter, Füllkrug oder halt Bülter, Duxch macht, ne? Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher sagen, dass Füllkrug geht, oder? Ja, bei ist es nicht so, dass es irgendwie bei Duxch diese Ausstiegsklausel gibt, die relativ niedrig ist? Weil ich habe auch da irgendwie das Gefühl, dass Marvin Duxch, dass Duxch bei Dortmund als Backup hingeht. Da gibt's wohl Gerüchte. Okay, krank. Ja, weil genau, irgendwie 7 Millionen und das ist halt verhältnismäßig echt nix, ne? Nee, gefühlt bleibt Füllkrug eher als Duxch. Okay, ich hätte eher gedacht, dass ein Füllkrug so... Aber dann... Ja, das Problem ist halt bei Füllkrug, glaube ich, weiß nicht, können wir die Experten hier reinschreiben, bei Füllkrug habe ich halt das Gefühl, dass es am Ende des Tages gar nicht so diesen riesigen Markt für ihn gibt. Weil das Einzige, worauf du spekulieren kannst, ist halt vielleicht irgendwie so ein englischer Verein, so ein Mittelklasse-englischer Verein, der sich denkt, komm, jalla, machen wir mal. Weil ansonsten hast du halt, und das meine ich gar nicht irgendwie abwertend, du hast halt jemanden, der in den letzten Jahren super verletzungsanfällig ist, ne, muss man ja ehrlich sagen, übel verletzungsanfälliger Spieler, und der halt eine jetzt richtig, richtig gute Saison in der Bundesliga gespielt hat. Und da ist dann halt die Frage, wer würde auch dann so viel, dass es Interessenten für den gibt auf jeden Fall, aber wer würde dann auch so viel Geld investieren, dass Bremen sagt, ja okay, das macht Sinn. Weil ganz im Ernst, wenn du als Werder Bremen am Ende irgendwie für so einen Füllkrug 10 Millionen und ein paar Zerquetschte kriegst, also ich weiß nicht, ob ich nicht einfach als Werder Bremen gamblen würde und sagen würde, ey, ganz ehrlich, dann behalten wir ihn lieber. Weil safe. Das ist halt der beste Mann da im Kader, ne? Safe. Also versteht ihr, wo ich herkomme? Weil, also ich sag, wenn du bei Füllkrug irgendwo bei 15 Millionen plus rauskommst, vielleicht 20 Millionen in die Region, dann kannst du machen, weil da steht ja, glaube ich, altersmäßig auch schon eine 3 vorne. Aber wenn du jetzt irgendwie, wenn einer so 9, 10, 11 Millionen für einen Füllkrug bietet, dann würde ich als Werder Bremen zumindest sagen, ich würde ihn jetzt nicht um jeden Preis verkaufen, weil dann kann man vielleicht auch den Gamble eingehen und sagen, ey, wir verzichten auf die Ablöse und dann behalten wir den halt nochmal 2, 3 Jahre. Wenn sie darauf angewiesen sind, auf die Kohle, dann safe. Ja. Dann hätte Bremen eigentlich auch einen krank, also hätte echt eine gute Kader. Ja, safe. Aber bei Bremen läuft. Also vor allem bei Füllkrug muss ich auch sagen, bei Bremen. Bremen hat ja wirklich ein geiles Gerüst, ne? Muss man sagen, sind wirklich... Und bei Bremen ist doch auch das gewesen, was ich so ein bisschen auf Twitter immer mitgelesen habe, dass sich die Bremen-Bubble immer darüber beschwert, dass halt dieser spielstarke Zentrumsspieler fehlt, ne? Da war ja immer der gute Groß, war ja nicht immer so super beliebt. Deshalb, also Naby Keita könnte da schon dieses fehlende Puzzlestück sein, ne? Und ansonsten haben die auch eine geile Achse. Die haben ja coole Spieler, ey. Wenn die alle da bleiben, Füllkrug, Duxch,
Weiser, genau war die Schwachstelle. Fehlt aber immer noch ein richtiger Sechser. Also so ein Abräumer fehlt euch noch. Also wollt ihr dann wahrscheinlich, ich spielt ja, Bremen spielt ja diese Fünferkette. Also wird es wahrscheinlich halt Keita und dann daneben noch ein defensiver Partner, weil Keita ist ja alles nur kein Sechser. Also Keita finde ich eigentlich am besten, wenn du denen im Zentrum eine Anweisung gibst. Und die Anweisung heißt, leb dein Leben und mach das mit dem Ball, worauf du Bock hast. Und dann, ne? Also der muss ja offensiver Achter spielen. Ich bin mal echt gespannt. Ich würde es mir ohne Spaß, Chat, ne? Und es hat sich jetzt vielleicht falsch angehört, weil ich es gerade anders gesagt habe. Aber ich würde mir für Werder Bremen, weil ich finde, Bremen ist wirklich ein geiler Traditionsverein. Solche Traditionsvereine, die ja auch dann abgestiegen sind, finanzielle Probleme gehabt haben. Ich wünsche mir so krass für euch, dass Keita bei euch heftig wird und ihr auf einmal wieder einen Spieler im Kader habt, der halt wirklich internationales Top-Niveau hat. So auf Europa League, vielleicht sogar Champions League-Niveau. Ich würde es mir so krass für euch wünschen. Weil es ist so schwierig, einen Spieler, also so einen Spieler zu bekommen. Es ist, da muss halt so viel zusammenkommen, sage ich mal. Und das ist schon ein mies geiler Transfer für die Bundesliga, Alter. Ich hoffe, der wird funktionieren. Ich habe aber nur, und dann versteht ihr mich vielleicht richtig, ich habe nur die Sorge, weil das passiert halt bei so Traditionsvereinen immer sehr, sehr schnell, dass halt einfach die Erwartungshaltung viel zu hoch ist und der am Ende echt eine Enttäuschung wird, weil die Leute sind natürlich geisteskrank gehypt, ne? Die sind ja geisteskrank gehypt auf den Keita und du darfst halt bei dem nicht vergessen, der hat halt, ich glaube, jetzt letzte Saison irgendwie 6,5 Spiele gemacht und war halt auch echt viel verletzt, ist in Liverpool nie so richtig klargekommen. Ist halt schon so eine Wundertüte, ne? Aber brauchst nicht drüber reden, Alter. In der Saison, als er damals von Leipzig zu Liverpool gewechselt ist, die letzte Saison bei Leipzig, boah, da war der so eine Granate, Alter. Ja, geisteskrank. Deswegen auch krass, ist aber gut, bei Liverpool war der so oft verletzt, den dann gerade mal so auf dem Radar gehabt. Ja, ich glaube, der hat auch einfach nicht so viel gespielt, aber auch viele Verletzungen gehabt. Aber guck mal, du darfst halt auch nicht vergessen, das wäre zum Beispiel etwas, wo ich als Bremen-Fan dann halt wirklich gehypt gewesen wäre. Weil guck mal, du holst den ja jetzt nicht irgendwie so Ende August auf den letzten Drücker, weil er nichts Besseres gefunden hat, sondern du holst den Anfang Juni, du kannst mit dem eine komplette Vorbereitung machen, safe, ja. Der Spieler hat signalisiert, dass der wirklich Bock auf euch hat und der hätte safe auch für mehr Geld andere Optionen gehabt, also die Zeichen sind ja wirklich geil, also ich als Bremen-Fan würde mich jetzt halt daran aufhangeln, dass ich halt sage, ey, du kriegst halt mit dem eine komplette Vorbereitung, gib dir mal so einen richtigen Fitness-Guru und dann soll der den mal 4 Wochen richtig kaputt machen, ich sag, dass der halt wieder richtig auf Phase kommt. Also ne? Ich sag, dass der eigentlich da einschlagen wird.